der Bäcker leid. Wenn ich dran denke, wie es mir ging, als ich mich damals in dich verliebt habe. Ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten war. Das hat dich ja keiner gezwungen, eine Hete umzudrehen. Und Rebecca übrigens auch nicht. Jedenfalls hoffe ich, dass Marlene schneller zu einer Entscheidung findet als du damals. Ich musste mich ja erst krankenhausreif schlagen lassen, bis du endlich eingesehen hast, was Sache ist. Gehst du im Pferden eigentlich wieder besser? Mhm. Deswegen konnte ich Hagen auch mit gutem Gewissen mit Dana in den Wald schicken. Du hast die beiden in den Wald geschickt? Mhm. Damit Kettensäge, das ist natürlich wirklich hardcore. Erinnerst du dich noch an meine Mutter mit dem Bratenthermometer? Oh ja. Und genau deswegen muss ich den beiden ja auch zum romantischen Versteck im Wald verhelfen. Wo denn? Diese Waldhütte. Du meinst jetzt aber nicht unsere Waldhütte. Doch, genau die. Ups. Was? Oh nein. Mann, die Hütte steht 350 Tage im Jahr frei. Und jetzt? Gut, dann ist das halt eine Doppelbuchung.